Domian, das 1Live-Talkradio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, ich grüße euch sehr herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live-Talk-Radio. Schön, dass ihr da seid. Freitagnacht, offene Themennacht wie immer. Ihr könnt euch also gerne hier melden, wenn ihr gerne mit mir reden wollt. Ganz egal, über welches Thema. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. So, und der erste Anrufer heute Nacht heißt Sven und Sven ist 32. Hallo Sven. Ja, hallo Domian. Hallo Sven. Um was geht's bei dir? Ja, ist alles ein bisschen schwierig. Ich sitze halt im Moment zu Hause mit meinem Sohn, der ist 3,5 und meine Frau ist weg. Wie weg? Ja, seit 1,5 Jahren sitzt fast nur noch vorm Internet und ist am Chatten und am Anfang auch unter falscher Identität, also mit falschen Fotos und falschen Namen und sowas. Und das hat sich halt in letzter Zeit so gesteigert und nach habe ich immer mehr Sachen rausgefunden, dass sie sich mit auch Männern getroffen hat. Mhm. Und dann war sie einmal, ich glaube im März, April, Mai, weiß ich nicht mehr so genau, ist sie bis nach München runtergefahren, also ich wohne in Hannover, hat sich da mit einem übers Wochenende getroffen, hat mir halt gesagt, sie ist mit ihrer besten Freundin nach Hamburg. Mhm. Und ja, dann hat dich und das Kind allein gelassen? Ja, genau. Ja. Und dann wollten wir es nochmal probieren und haben auch Eheberatung und so eine Suchtberatung gemacht für Internetsucht. Mhm. Und das hat alles nichts, irgendwie, sie hat halt immer weitergemacht, sie hat dann nicht die Wahrheit erzählt. Und jetzt vor 2,5 Wochen sagte sie mir dann, sie hat da jemanden kennengelernt und unsere Beziehung hätte im Endeffekt nur eine Chance, wenn sie da mal hinfährt. Sie müsste das überprüfen, wie ihre Gefühle sind. Ja, ich weiß nicht. Und letztendlich habe ich dann gesagt, weil ich es auch nicht von abhalten konnte, ja, dann fahr halt hin. Mhm. Sie sagte halt, das wäre hier um die Ecke, in der Nähe. Mhm. Und ich bin dann arbeiten gegangen, sie ist dann morgens weggefahren. Und als ich nach Hause gekommen bin, habe ich schon gesehen, die Tasche war nicht da, also Reisetasche. Mhm. Und ich habe dann unseren Sohn noch aus dem Kindergarten abgeholt nach der Arbeit. Das heißt, sie hat die ganze Zeit, während sie diese Aktionen machte, auch ihr Kind immer vernachlässigt? Ja, natürlich, der hat viel vorm Fernseher gesessen und... Wo ist sie jetzt? Jetzt ist sie in Gelsenkirchen. Bei einem anderen Mann? Ja, genau. Bei diesem, von dem du gerade erzählt hast? Ja. Ja, das geht halt. Wie lange ist sie jetzt schon da? Sie ist heute Nachmittag gefahren. Ach so. Aber es geht halt schon länger. Also vor 2,5 Wochen halt an diesem Mittwoch, Donnerstag war es, ist sie halt weggefahren und hat halt eigentlich, ich habe gedacht, sie kommt dann abends wieder und dann klären wir halt, ob wir weitermachen oder nicht. Mhm. Und nachdem ich gesehen habe, dass sie alle Sachen gepackt hat, habe ich dann nochmal eine Freundin von ihr angerufen und sie hat mir dann zum Glück erzählt, dass sie nach Gelsenkirchen gefahren ist. Ja, und ich konnte noch nicht mal nächsten Tag arbeiten, weil ich habe... Moment, sie ist heute wieder dorthin gefahren. Das heißt, du hast mit ihr sprechen können zwischendurch? Ja, immer mal wieder. Also ich bin auch erst seit Mittwoch wieder in unserer Wohnung. Ich war vorher bei ihren Eltern und also mal bei ihrer Mutter, mal bei ihrem Vater. Na gut, aber man kann ja telefonieren. Es geht ja um alles im Moment. Ja, wir haben halt immer... Was redet ihr miteinander? Was sagt sie? Ja, ich weiß nicht. Wenn wir SMS schreiben, war es immer so, dass sie mir ganz viel Hoffnung gemacht hat und das wird schon wieder und wir kriegen das hin. Und wenn wir telefoniert haben, hatte ich schon ganz große Zweifel und immer, wenn wir uns dann gesehen haben... Ja, aber das kriegen wir schon irgendwie hin, und sie fährt ständig irgendwie zu anderen Männern und hält sich dort... Er war ja auch hier eine Woche. Wie, er war bei euch in der Wohnung? Ja, unser Sohn ist auch da gewesen. Ja, ich war dann weg und ich habe dann, nachdem ich das gemerkt habe, sie hat ja gesagt, sie wollte eine Woche für sich haben, um drüber nachzudenken. Und dann habe ich mitgekriegt, dass der hier war und dann habe ich unseren Sohn hier dann halt rausgeholt und bin dann zu ihren Eltern im Endeffekt gefahren. Wie lange bist du mit deiner Frau zusammen? Zusammen sind wir 9,5 Jahre und verheiratet sind wir 6. Ja. Und seit wann ist das so dramatisch, so wie du es jetzt gerade geschildert hast? Ja, seit 1,5 Jahren. Es ist diese Chatterei. Und also wir hatten es einmal schon, da waren wir 1,5 Jahre zusammen, da hatten wir auch Internet.
dann hatten wir es eine ganze Weile lang nicht. Da war es, also wir haben immer unsere Probleme gehabt. Wir haben auch schwere Zeiten gehabt, aber die haben wir halt zusammen durchgestanden. Ne? Ich wundere mich gerade, Sven, wenn du das erzählst, über deine Geduld. Ich wäre schon explodiert und hätte mit der Faust auf den Tisch gehauen. Ja. Was lässt du dir da bieten? Ja, ich habe ja alles gemacht. Also wir haben uns gestritten, wir haben es im Guten probiert und was. Ich will halt. Ja, aber die tanzt dir da auf der Nase rum, was du mir jetzt gerade schon erzählt hast. Ja, wahrscheinlich. Ja, absolut. Ja, du bist ja gar nicht mehr Herr des Handelns. Du lässt alles irgendwie einfach so geschehen. Dann simst ihr mal miteinander, dann gibt es eine SMS oder dann sagt sie dir, wir schaffen das schon und die treibt sich da mit anderen Karren um. Das Gefühl, dass sie das, ja, sie ist nicht mehr sie selber. Also wir waren ja auch bei so einer Suchtberatung, die sagen halt auch, das ist eine Sucht. Und ja, die Frage ist ja jetzt, geht es hier um diese sogenannte Internetsucht oder ist die einfach... ist sie einfach nur scharf auf andere Männer und will andere Männer kennen? Nein, das glaube ich nicht, sondern ihr ist so, sie sagt immer, sie hat das Gefühl, sie wird nicht geliebt und sowas. Darum geht es ihr wohl eher, dass sie im Mittelpunkt steht, dass sie geliebt wird, keine Ahnung. Ja, aber das ist doch alles ziemlich psycho. Also, da ist eine Beziehung, da ist ein 3,5-jähriges Kind, wo man Verantwortung verträgt. Und da kann man sich nicht so gehen lassen, wie du dir diese Frau schilderst. Da muss auch, also von beiden Seiten müsste ja jetzt irgendeine Konsequenz gezogen werden. Entweder wenn sie meint, wirklich so in eine Sucht drin zu stecken, muss sie in eine Suchtberatung gehen. Aber ich glaube nicht, dass das allein der Grund ist. Da steckt doch noch was anderes hinter. Die ist auch unzufrieden mit der Ehe, mit dir, mit euch. Ja, natürlich sind auch Sachen klar gewesen, die waren vielleicht nicht so toll, aber ich hatte immer das Gefühl, wenn es kein Internet gab, haben wir immer wieder die Kurve gekriegt und keine Ahnung, haben uns zusammengerauft, wenn es drauf ankam. Wie soll es denn jetzt weitergehen, deiner Auffassung nach? Wie willst du dich weiter verhalten? Ja, ich weiß nicht, wir haben einige Sachen diskutiert und ja, letztendlich, momentan ist der Stand wohl, dass wir erstmal, weiß ich nicht, hier in der Wohnung zusammen weiter wohnen wollen für unseren Sohn irgendwie. Naja, das kann auch eine faule Ausrede sein. Deinerseits. Ja, ich will halt einfach nicht ausziehen, weil ich das Gefühl habe, sie hat das im Moment nicht unter Kontrolle und. Ja, dann zieh doch mal aus, mal gucken, was dann passiert. Ihr müsst das mit dem Kind natürlich ordentlich regeln, das ist klar. Ja, ich will halt einfach nicht, jetzt wo ich weg war, da war er dann sofort da und ich möchte nicht, dass dass unser Sohn da das so alles mitkriegt. Ja, aber dafür nimmst du diesen Murks in Kauf? Das weiß ich nicht genau. Klar, ich bin auch... Im Moment macht sie alles das, was sie will. Ja. Und du reagierst nur, du agierst nicht mehr. Ja. Und so ein Gefühl hat sie natürlich auch nach dem Motto, mit dem kann man das ja machen. Hm. Ihr wart auch schon in einer Beratung, sagst du. Ja, wir haben Eheberatung gemacht und halt so eine Suchtberatung. Und was kam dabei raus bei der Eheberatung? Ja, wie soll ich sagen, sie hat schon gesagt, nach so einer langen Zeit und mit Kind und sowas, man sollte das versuchen. Und wir haben dann auch ganz viel besprochen, was wir vielleicht machen wollen und sowas. Aber im Endeffekt ist das nie dazu gekommen. Sie hat dann immer wieder davor gesessen und sie ist ja auch nicht ehrlich gewesen, sondern sie stellt das halt immer so hin, dass wir ganz große Probleme haben, aber sie verschweigt halt viel, was sie macht, sondern nur das, was ich ihr halt, ja, was ich selber rausgefunden habe, das gibt sie dann halt irgendwo zu. Weißt du, Sven, es ist das alte Lied bei Suchtkranken, wenn es nur um die Sucht geht, ich glaube ja, hier schwingt auch noch andere Sachen schwingen da rein. Der Süchtige versteht nur die harten Worte. Der versteht nicht das Mitgefühl oder dass man auf den eingeht. Dem Süchtigen muss man hart gegenübertreten, damit er wachgerüttelt wird. Und das machst du machst genau das Gegenteil von allem im Moment. Ich weiß, das ist natürlich alles schwierig mit dem Kind. Wenn das Kind nicht da wäre, könntest du viel klarer dich noch klarer verhalten. Ich glaube, dann wäre ich weg. Hast du denn auch den Eindruck, dass sie das Kind wirklich vernachlässigt, auch wenn sie da ist? Ja, also es ist nicht so, dass sie ihm an irgendwas Wichtigen
fehlt. Also sie schlägt ihn nicht oder keine Ahnung, irgendwas oder was, aber er wird halt... Aber sie kümmert sich nicht optimal um ihn. Nein, sie telefoniert halt viel währenddessen und er sitzt ja währenddessen vom Fernseher. Ich habe das immer mitgekriegt, wenn ich auf der Arbeit bin und immer mal angerufen habe. So, allein das wäre für mich schon Grund genug, da jetzt in andere Seiten aufzuziehen. Das heißt, wahrscheinlich leidet das Kind auch unter dem, was mit deiner Frau los ist. Ja, das denke ich schon. Ja. Nur letztendlich, ich kann wenig gegen machen. Ich habe mich ja auch erkundigt und sowas. Ich werd ihn nicht kriegen. Und dann würde er hier bleiben. Und wenn ich nicht hier wäre... Ja, das muss man dann mal sehen. Das ist auch alles kompliziert. Aber ich glaube, das Resümee unseres Gespräches muss sein oder sollte sein, das kannst du so nicht alles weiter mitmachen. Du musst etwas unternehmen und du musst ihr auch eine klare Kante zeigen, finde ich. Welche Konsequenzen das dann für das Kind hat und euer Zusammenleben und wo das Kind lebt und so weiter, das sind die großen Fragen, die dann entstehen. Vielleicht solltest du dir eigentlich auch mal etwas Hilfe holen. Du wirkst auch sehr angeschlagen und sehr schwach. Ja, klar. Ja, ich habe gerade die letzten Wochen kaum geschlafen, nicht gegessen. Mhm. Natürlich. Wir werden dich jetzt im Hintergrund mal ein bisschen beraten, was du für deine Person tun kannst, wo du vielleicht auch so ein bisschen deine Power erholen kannst. Ja? Ja. Sven, dann bitte ich dich aufzulegen und wir melden uns gleich nochmal bei dir. Ja, okay, danke. Alles Gute. Ja, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. So, weiter geht es mit Jasmin. Jasmin ist 65. Guten Morgen, Jasmin. Hallo, Jürgen. Hallo, Jasmin. Um was geht's bei dir? Es geht um das Thema am Mittwoch. Ah ja. Das hat alte Sachen bei mir hervorgerufen. Ich glaube, bei vielen Leuten. Also das Thema übernatürlich. Natürlich. Okay. Denn was mir passiert ist, das war so seltsam, dass ich das selber nicht glauben konnte und das dann ins hinterste Stübchen verbanne. Und wenn ich dann ein Thema höre wie deins, dann kommt das wieder hervor. Wann ist denn dieses passiert? Das ist vor circa 28 Jahren passiert. Ja. Was ist genau passiert? Also folgendermaßen, vor 30 Jahren etwa hatte ich Probleme und zwar kannte ich zwei Männer, die sich um mich bewarben und ich wusste nicht, wen ich heiraten sollte. Mhm. Und da hat eine Arbeitskollegin gesagt, oh, geh doch mal zu dieser Wahrsagerin und die kann dir helfen, die sagt dir Bescheid. Die sagt dir, welcher Kerl der Beste ist. Ja, genau. Mhm. Und ich habe darüber gelacht und hat sie gesagt, das kostet auch nichts, du gibst ihr einfach eine Spende. Ja. Und geh doch mal hin und nimm jemanden mit, denn die redet so schnell, ja, da bekommt man alleine nicht alles mit. Ach so. Und dann ist sie mitgegangen. Ja. Und ich hatte dann aber keine Bilder und nichts mitgenommen. Dann hat sie gesagt, okay, stellen Sie sich die Männer vor. Und dann hat sie gesagt, ach, das kommt auf eins raus. Egal, wenn Sie heiraten, das ist egal. Sie können beide heiraten. Sind beide gut. Mhm. Da war ich so schlau wie vorher. Ja. Hast du dir eine kleine Spende gegeben? 20 Euro, ja. Na ja. 20 D-Mark. Ja, immerhin. Und das habe ich meiner Tante erzählt. Ja. Und da hat die sich kaputt gelacht. Die hat so genauso wenig dran geglaubt. Da habe ich gesagt, weißt du was? Wir gehen mal ein Eis essen und da gehst du mit und da gehen wir beide mal hin. Nochmal zu derselben Frau? Ja, das war dann aber 2 Jahre später. Ich war verheiratet und war im 7. Monat schwanger. Ja. Und dann sind wir zu derselben Frau gegangen. Das war eine kleinwüchsige Frau. Habt ihr die in ihrer Wohnung aufgesucht? Ja, in ihrem kleinen Hexenhäuschen. In ihrem kleinen Hexenhäuschen, ja. Ja, mit schwarzem Kater. Das Klischee perfekt. Ja. Also 2 Jahre später, da hattest du schon einen von diesen Männern geheiratet. Ja, ja, ja. Und warst nun auch schwanger. Da war ich im 7. Monat schwanger, mit welcher Frage bist du dann zu dieser Frau erneut gegangen? Ich hatte eigentlich keine Frage, nur meine Tante wollte wissen, was so kommt. Hm. Und sie hat auch schön ihren Ehering abgenommen und alles. Und dann hat sie meiner Tante erzählt, dass sie eine Tochter hat und so weiter. Das stimmte? Stimmte, ja. Mhm. Und dass sie aber ihren Mann weit überleben wird. Mhm. Und dann haben wir ihren Mund gehalten, haben gar nichts gesagt. Und dann habe ich gesagt, kann ich auch noch dran kommen? Und dann hat sie gesagt, selbstverständlich. Und auf einmal sagt sie zu mir, ja, aber da muss ich Ihnen etwas sagen, Sie werden kein Kind haben. Hm. Und da habe ich gesagt, Entschuldigung, wie geht denn das? Ich bin im 7. Monat schwanger und werde kein
haben? Das ist doch unmöglich. Sah die das nicht, dass du schwanger warst? Doch, natürlich. Ja. Ich hatte einen dicken Bauch. Ja. Und dann sagt sie, denken Sie, Sie werden kein Kind haben. Und das ist aber heftig, das einer Schwangeren zu sagen, finde ich. Ja, das haben wir mehr. Also das hat man, ich habe das später irgendwann meinen Kindern erzählt und haben die gesagt, Mama, das hätte die dir gar nicht sagen dürfen. Wie ging es weiter? Und dann ging es weiter. Meine Tante und ich, wir gingen raus, haben uns erstmal totgelacht, denn der Mann meiner Tante war 13 Jahre jünger als sie. Und dass sie den überleben sollte, das haben wir nicht geglaubt. Wie viel gespendet habt ihr diesmal? Wieder 20 D-Mark. Wieder 20 D-Mark. Ja. So. Und dann waren wir ein Eis essen und dann kam ich dann, ich habe nicht dran geglaubt, aber ich kam ins Grübeln. Geht die Geburt schief? Was passiert? Natürlich, sowas denkt man dann. Ja. Und das Kind kam auf die Welt, war gesund, die Abgabewerte, alles war normal. Und alles war okay. Und das Kind war 4 Monate alt. Und meine älteren Kinder kamen dann von der Schule nach Hause und wollten ihm den Schnuller geben. Ach, es gab schon Kinder? Ja, 2 Kinder. Aber sie hatte gesagt, sie werden kein Kind haben. Kein Kind mehr haben. Kein Kind mehr haben. Ach so, verstehe. Und dann hat der Kleine den Schnuller nicht genommen. Und dann kam meine Tochter in die Küche und hat gesagt, du Mama, der Kleine ist tot. Ach. Und habe ich ausgeholt, habe ihr erst einmal runtergehauen, was man natürlich nicht macht, weil ich war so geschockt. Ja, das war eine Schockreaktion. Und dann bin ich rübergegangen, habe das Baby rausgeholt, das war noch warm. Sie hat den Notarzt angerufen und Gott sei Dank habe ich das Baby nicht geschüttelt. Denn was ich nicht wusste, das war dieser Kindstod, dieser plötzliche. Und habe das Kind wieder hingelegt, habe dann auch meine Tante angerufen, die kam sofort. Notarzt war auch alarmiert? Notarzt war auch alles, aber sie konnten ihn nicht mehr holen. Das heißt, er ist in der Tat verstorben? Er ist in der Tat verstorben, ja. Und ich meine, in dem Moment und auch danach denkt man darüber nicht nach. Aber so ein paar Monate später habe ich gedacht, na nu, jetzt sitze ich ja doch hier. Hat die Frau ja doch recht gehabt. Und Es gab kein Kind. Es gab kein Kind mehr? Ja. Du bist dann nicht mehr schwanger geworden danach? Doch, dann bin ich wieder hingegangen. Aber da bist du nochmal hingegangen. Du bist ja Wahnsinn, wenn man da nochmal dahin geht. Ja, nein, ich wollte wissen, bekomme ich nochmal Kinder? Ach so. Und dann hat sie gesagt, im Moment nicht, aber, weil der Mond falsch steht, aber kommt sie irgendwann nochmal, vielleicht kann ich Ihnen dann mehr sagen. Und dann habe ich noch eine, also ich habe dann noch 2 Kinder bekommen, aber dann bekam ich noch eine Tochter. Warst du denn dann vorher nochmal bei dieser Frau? Nein, nicht mehr. Nicht mehr, nie mehr? Nie mehr, nein, weil ich hatte dann Angst vor ihr. Was ist denn mit der Tante und dem... Ja, Moment mal, dann bekam ich die Tochter, gehe mit der Tochter im Kinderwagen spazieren und sehe diese Wahrsagerin. Und habe die Straßenseite gewechselt, weil ich Angst hatte und nicht haben wollte, dass sie das Baby sieht. Und da kam die Wahrsagerin rüber, hat in den Kinderwagen reingeguckt und hat gesagt, oh, aus der wird aber mal was, die geht ihren Weg. Und das hat sogar gestimmt. Das hat gestimmt? Ja. Ja, das andere hat ja leider Gottes auch gestimmt. Das andere hat leider auch gestimmt, das war ich. Und mit meiner Tante, dann haben wir das Ganze abgehakt, bis mein Onkel dann an Darmkrebs erkrankte. Das heißt, die Vorhersage stimmte auch. Der Onkel ist vorher gestorben. Ja. Also weit vor ihr. Also weit vor ihr, ja. Weit vor ihr gestorben. Obwohl ja, er so viel, obwohl ja, er heute noch. Obwohl er so viel jünger war. Ja. Man hört ja immer wieder solche Geschichten. Und ich habe keine Erklärung dafür, denn alles, woher wollte die das wissen? Aber was, egal welche Gabe diese Frau hatte oder ob es Scharlatanerie war, man weiß es ja nicht. Sie darf keiner schwangeren Frau, keiner hochschwangeren Frau sagen, sie kriegen kein Kind mehr. Ja, ja, ja.
das kann ja eine Frau in eine solche Angst versetzen, dass sie wirklich deshalb eine Fehlgeburt bekommt oder dass irgendetwas Schlimmes passiert. Ja, aber ich habe sie ja nicht ernst genommen. Ja, gut, aber natürlich nicht, aber irgendwie so ein bisschen beschäftigt einen dann ja doch. Oh, so. Oh ja, natürlich, ne? Ja. Untergrund, ja. Immerhin denkst du nach so und so viel, nach über 28 Jahren, sagst du ungefähr, ist das her? Ja. Denkst du immer noch daran? Das scheint ja doch fällt mir immer wieder ein. Großen Eindruck gemacht zu haben, ja, auf dich. Du bist nie wieder zu einer Wahrsagerin gegangen. Nein. Finde ich auch völlig richtig, was soll das? Nur, also, ich habe das, meine Tante hat dann zu mir gesagt, nachdem das war, hat sie gesagt, okay, das erzählen wir aber niemand. Mhm. Ich habe gesagt, okay, ich bin einverstanden, denn jeder wird uns für verrückt erklären. Mhm. Und ich habe das dann aber meinen älteren, also meinen Töchtern, meinen jüngeren Töchtern erzählt. Mhm. Und dann wollten die auch mal, wir haben dann 20 Jahre in Amerika gewohnt. Mhm. Und wir waren jedes Jahr in Deutschland in Urlaub. Mhm. Dann wollten die auch mal dorthin. Haben die es gemacht? Wir waren dort, aber die Frau war tot. Ah ja. Diese Tochter, wo sie in den Kinderwagen geschaut hat und hat gesagt, da wird mal was draus. Ja. Was ist denn aus dem Mädel geworden? Die hat Japanologie und Anglistik studiert. Ah ja. Und was macht sie jetzt beruflich? Beruflich, sie wollte eigentlich nach Japan, aber mit der Atomsache lieber nicht. Ja. Da will sie lieber zu Lufthansa. Das ist natürlich eine gute Alternative. Jasmin, danke für deinen Anruf und für diese durchaus auch gruselige Geschichte, finde ich. Ja. Merkwürdige komisch, Geschichte zumindest, ja. Ja, unerklärlich irgendwie. Unerklärlich, ja. Okay. Jasmin, alles Gute wünsche ich dir. Das ist eine tolle Sache. Dankeschön. Danke, tschüss. So, ihr Lieben, 0800 220 5050, unsere kostenfreie Telefonnummer für euch. Oder mailt uns domian@wdr.de. An dieser Stelle könnte ich euch vielleicht schon mal unser Thema nächste Woche Mittwoch sagen. Da heißt unsere Themennacht nämlich Mir läuft die Zeit davon. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die sehr unter Druck stehen. Zum Beispiel, weil sie eigentlich noch jemanden anzeigen wollen, zum Beispiel. Oder weil sie sich bei einem Todkranken noch entschuldigen möchten oder weil sie zum Beispiel ihr Augenlicht, ihre Beweglichkeit oder gar ihr Leben bald verlieren werden. Mir läuft die Zeit davon. Wenn ihr auch das Gefühl habt, das ist so und ihr irgendwie noch dringend etwas tun müsst und nicht mehr viel Zeit ist und ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch doch am besten schon per Mail an unter domian@wdr.de. Das ist unser Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Unsere Themennacht nächste Woche. Mir läuft die Zeit davon. Jetzt wieder die Freithemennacht, wie immer, freitags. Und hier ist Vera. Vera ist 27. Hallo Vera. Ja, hallo Domian. Hallo Vera. Über was reden wir? Wir reden über mein Gewicht. Oh, wie hoch ist das Gewicht? Mein Gewicht ist momentan zwischen 32 und 33 Kilo bei einer Größe von 1,73. Dann bist du noch zu Hause und nicht in einer Klinik? Das ist genau der Punkt. Ich war in einer Klinik und zwar geschlossen untergebracht in der normalen Psychiatrie für ein Jahr und einen Monat. Und ich habe dann meinen Weg freigekämpft mit Hilfe von Anwälten und einem Deal mit der Richterin. Und bin freigekommen unter ganz strengen Auflagen und unter anderem, das Gewicht darf nicht unter 35 Kilo sinken. Es ist dann sehr schnell gesunken. Es ist innerhalb der ersten 3 Wochen um ganze 7 Kilo gesunken und dann etwas langsamer weiter. Mhm. Ja, und jetzt mogle ich mich so durch. Ich werde einmal in der Woche von einem ambulanten Pflegedienst gewogen und alle 14 Tage von einer Dame in der psychiatrischen Ambulanz. Mhm. Und einmal in der Woche von der Psychotherapeutin und alle 14 Tage vom Hausarzt. Also du bist unter strengster Aufsicht. Genau, und bisher schaffe ich es mit viel Wasser trinken und so weiter, weil all diese Termine natürlich vorher bekannt sind, mich da durchzumogeln. Aber ich habe ganz große Angst, denn es muss ja nur einmal unversehen passieren, dass ich gewogen werden soll. Unvorhergesehen und schon bin ich wieder drin. Ich versuche mir das gerade vorzustellen, wie du aussiehst. Wahrscheinlich ganz schlimm. Du bist nur Haut und Knochen. Wenn du ich sehe das ja anders. Du siehst es anders. So ja. 32, 33 Kilo ist Wahnsinn, dass man überhaupt da noch leben kann. Hast du schon mal noch weniger gewogen? Ich habe zu schlimmsten Zeiten ganze 26 Kilo auf die Waage gebracht. Ist unfassbar. Und dann kann man noch gehen und hat die Kraft, Nein. sich zu bewegen? Nein.
Also ich hatte in der Psychiatrie ein Zimmer gegenüber der Toilette zunächst, der Damentoilette, und dann nur einmal quer über den Flur zu gehen. Da bin ich regelmäßig kollabiert. Zu allerschlimmsten Zeiten war es so, da wurde ich eingeliefert. Da wollte ich, da hatte jemand den Koffer auf den Boden gelegt, und nachdem ich den ausgeräumt hatte und das alles daneben gelegt hatte, wollte ich wieder ins Bett. Das ging aber nicht. Und dann wollte ich mich erst auf den Koffer und dann auf das Bett setzen, sozusagen, um Stufen zu haben. Mhm. Aber diese, weiß ich auch nicht, wie viel ist das? 30 Zentimeter des auf dem Boden liegenden Koffers, das war schon zu viel. Ich bin da nicht hochgekommen. Du bist 27 Jahre alt. Wie lange plagt dich schon diese schwere Erkrankung? Seit 2004. Seit 2004? Ja, Dezember 2004. Also es fing in der Pubertät an, ungefähr, kann man sagen. Nein. Also da war ich gerade schon im Studium. Ja, stimmt. Ja, klar. Ja, natürlich. 2004. War das ja, schon ein bisschen vorbei. Und vorher hast du ein ganz normales Essverhalten gehabt und... Total. Ich hab nie Kalorien gezählt oder so. Ich habe gerne gegessen und ich war immer schon schlank, aber das lag einfach in der Familie. Also ich habe immer so 52 oder 53 gewogen. Wie erklärst du dir das, dass es dann so quasi plötzlich begann? Ja, ich habe in England sehr schnell Versagensängste bekommen. Du hast in England studiert? Genau. Was hast du studiert? Englisch und Geschichte auf Lehramt für die Sekundarstufe 2. Mhm. Und hast Versagensängste in England gehabt? Ja, und das habe ich dann so umgesetzt. Das heißt, du bist eine klassische essgestörte Frau, die nichts isst. Ja, ich esse schon was und heute auch sehr viel mehr. Also bevor ich ins Klinikum gekommen bin, habe ich immer 3 Stück von etwas gegessen am Tag. Aber nicht etwa 3 Äpfel oder 3 Bananen, sondern 3 Stück Apfel oder 3 Kirschen oder 3 Erdbeeren. Und wie ist das im Moment? Wie viel isst du so am Tag? Im Moment ist es sehr viel mehr. Also morgens ist es 2 Untertassen voller Obst und 1 Löffel Biskuit zu 3 Tassen Kaffee. Mhm. Mittags ist es 1 Untertasse voller Gemüse, also zum Beispiel Gurke und Kohlrabi und Tomate. Mhm. Und abends sind es nochmal 2 Frühstücksteller voller Obst. Aber immer nur so Obst und Gemüse? Obst und Gemüse, und also entweder kleinen roh Menge. Oder, ja genau, wenn es zubereitet wird, halt nur gekocht oder gegrillt, nichts was mit Fett oder Öl zu tun hätte. Hast du Hunger? Wenig. Also ich muss mich schon zwingen, zum Beispiel die Hälfte von dem einen Teller gestern Abend steht hier noch und die bleibt auch bis morgen früh garantiert stehen. Mhm. Und dann nehme ich die schon wieder als erste Unterhörste für morgen früh. Also das ist dann auch schon wieder gemungelt quasi, es ist ja von abends und das habe ich ja dann abends weggelassen. Und du trinkst sehr viel zwischendurch? Ja, also ich trinke 3 Tassen Kaffee morgens und den Tag über verteilt koche ich mir immer 2 Liter Eistee selber. Mhm. So zum Beispiel Erdbeere habe ich momentan vor mir. Was machst du denn den ganzen Tag über? Ja, ich bin noch krankgeschrieben. Du bist zu Hause? Also bist du alleine oder hast du eine... Ja, nein. Du bist ganz alleine. Ganz alleine. Also meine Eltern haben sich von mir abgewandt. Aufgrund der Erkrankung? Weil ich zu viel Problem darstelle. Und meine Freunde sind natürlich auch verschwunden. Mein Freundeskreis, da wird man einfach nicht geschlossen untergebracht. Das passiert einfach nicht. Dann existiert man halt nicht Ich bin etwas erstaunt und auch erschüttert darüber, dass deine Eltern sich von dir abgewandt haben. Ja, ich bereite ja nur Probleme. Also man muss dazu sagen, meine Eltern sind geschieden, schon lange. Aber die haben da, sind sie sich mal einig, mit mir wollen sie nichts zu tun haben. Bist du Einzelkind? Ja, ich habe wirklich niemanden. Bist du einsam? Ja. Bist du traurig? Total. Hängst du am Leben? Irgendwie schon. Irgendwie auch nicht. Also es gibt auch eine Patientenvereinbarung. Wenn ich schaffe, also wenn ich wieder ins Klinikum käme, müsste ich natürlich wieder zunehmen. Wenn immer 500 Gramm pro Woche. Wenn ich das 4-mal hintereinander nicht schaffe, dann kriege ich wieder eine Magensonde. Und wenn ich dann 4-mal hintereinander noch wieder nicht zunehme, dann gibt es nur noch Palliativmedizin. Und ich weiß halt aus dem Jahr und dem Monat, dass ich das kann. Das heißt, was heißt das? Was heißt das? Was heißt das in dem Fall? Du kriegst dann nur noch Palliativmedizin? Ja, also ich habe dann keine künstliche Ernährung mehr zugelassen, sondern nur künstliche Flüssigkeitszufuhr und Schmerzmilderung. Hast du Schmerzen? Nein. Dieses, was du gerade erzählt hast, steht in der Patientenverfügung. Oder hast du das schon mal so durchgemacht? Nein, ich hatte nur schon mal eine Magensonde und ich weiß, dass ich dann auch nicht zunehmen muss trotzdem. Ich kriege das auch so geregelt. Aber jetzt steht es halt in der Patientenverfügung. Verstehe. Damit ich halt mal so 40 Kilo im Vollbesitz meiner geistigen Fähigkeiten, meinen Willen dargelegt habe. Und das geht dann. Wieso nimmst du nicht zu mit Magensonde? Weil man es in den Betten laufen lassen kann oder in eine Tasse zum Beispiel. Ach so. Weil man es erbrechen kann. Ach so. Also da hast du diverse Tricks.
Bitte? Da hast du diverse Tricks angewandt, um damit diese Flüssigkeit, diese hochkonzentrierte, hochkalorienhaltige Flüssigkeit nicht in deinen Magen kommt. Genau. Oder wieder raus. Warum hast du das getan? Weil ich nicht leben wollte. Weil ich auf keinen Fall, ich wollte schon leben, aber ich hatte auf keinen Fall Lust zuzunehmen. Ich hatte Panik davor, weil ich sah das ja dann auch, wie sich das dann ansetzt. Es kommt ja nur alles an den Bauch. Und damit konnte ich überhaupt nicht leben. Der Bauch war mir immer, der flache Bauch war mir immer das Wichtigste. Mhm. Die Zahlen auf der Waage waren letzten Endes fast egal. Hattest du denn in der Psychiatrie, abgesehen von diesen medizinischen Vorkehrungen? Bitte? Keinerlei Therapien, falls das gefragt werden sollte. Das sollte jetzt gefragt werden, ja. Nein, kein, aber das wundert mich. Gerade das ist doch ganz extrem wichtig in deinem Fall. Ja, ja, aber es war ja eine ganz normale allgemeine Psychiatrie. Die waren gar nicht ausgelegt auf die Betreuung von Magersucht. Warst du denn eigeninitiativ vorher vielleicht schon mal in einer Therapie? Ja, ich war 3 Kliniken habe ich vorher durchlaufen. Hat das auch nichts gebracht? Das hat gar nichts gebracht. Also es entwickelt sich da ganz schnell so eine Art Konkurrenz zwischen den einzelnen Dünnen. Und jeder will halt der Dünnste sein. Das laufen ja auch die Neuen, die dann kommen, total dünn rum. Mhm. Das erträgt man einfach nicht. Und dann nimmt man, ich habe in jeder Klinik abgenommen. Mhm. Und das ist vielleicht auch der Erfolg dieser Psychiatrie. Es gab halt, ich habe immer gesagt, das ist so eine Art Wettkampf, als wenn einer schwimmt und alle anderen laufen. Da entsteht keine Konkurrenz. Mhm. Ich schwamm halt. So, jetzt sitzt du zu Hause mit deinen 27 Jahren, hast eine heftige Krankengeschichte hinter dir, stehst am Abgrund, das kann man ja sagen. Wie soll das weitergehen? Ich weiß es nicht. Also ich muss wirklich sagen, dieser eine Pfleger, der sich noch mit mir trifft, der hat wirklich die Welt für mich erkämpft in der Psychiatrie. Der hat so viel getan. Jetzt trifft er sich privat noch mit mir. Mhm. Der hat so viel Initiative. Ich habe den, sehe den als so eine Art zweiten Vater oder sowas. Mhm. Und ich weiß zum Beispiel, wenn ich mich mit dem treffe, wir treffen uns dann dummerweise immer im Café. Mhm. Und da esse ich dann was. Natürlich kein Stück Sahnetorte, sondern ein Stück Baiser oder so. Das hat immer noch weniger als 100 Kalorien. Mhm. Aber ja, ich esse halt was. Und allein wenn der da ist, das gibt mir so viel Sicherheit, so viel Kraft. Das kann man gar nicht beschreiben. Also das ist ja ein Beweis dafür, wie wichtig eine gute psychisch-mentale Abstützung ist. Ja, absolut. Ich sage immer, Herr Kaiser, Herr sowieso, da habe ich ganz großes Glück, Sie stellen mich nicht auf die Waage und Sie sind der Einzige, der mein wahres Gewicht kennt. Mhm, mh. Das stimmt. Hast du Träume? Oh Gott, nee. Nein? Natürlich träume ich, weil wäre es gewesen, wenn ich Lehrerin geworden wäre. Hätte ich jetzt 2,6 jeden Monat, ne? Oh, könnte ich ein gutes Leben nehmen. Ich lebe von 150 Euro im Monat. Das ist gerade viel. Abgesehen von den beruflichen Träumen, gibt es andere Träume? Nee. Nein. Hast du Angst vor dem Tod? Nein. Manchmal kommt mir die Gnade vor. Mhm. Es bäumt sich in mir so auf, weil du eine sehr intelligente Frau bist, das weißt du selbst, merke ich, wie du die Sachlage darstellst. Du bist sehr reflektiert, wie viele essgestörte Menschen, esskranke Menschen. Und du bist 27 Jahre alt. Das heißt, du hast etwas ganz Wertvolles in deiner Hand, nämlich Zeit. Ja. Zeit, weil du so jung noch bist. Und du hast dein Leben in der Hand. Und ich finde es so eine Schande, dieses Leben so zu versauen und wegzuschmeißen. Das liegt ja in deiner Hand, das Ruder rumzureißen. Das ist nicht so einfach, wie man denkt. Ich weiß. Müssen wir nicht drüber reden. Das weiß ich zu gut. Aber ich weiß, dass es geht. Aber ich habe auch gedacht, also der Chefarzt der Klinik sprach mich an, ob man da nicht mal was veröffentlichen könnte über meinen Fall. Hm. Und ich muss sagen, ich führe seit meinem 11. Lebensjahr Tagebuch. Hm. Und ich habe das natürlich auch in dieser Zeit getan und habe mal angefangen, irgendwann das durchzublättern und festgestellt, also man sagt ja dann, das Gehirn wird auch beeinträchtigt, man kann nicht mehr klar denken, mit welcher Klarheit, bitteren Klarheit ich von Anfang an meine Situation gesehen habe. Mhm. Was für mich jetzt so ein hoffnungsvolles Indiz ist, ist, dass dieser Pfleger oder der Mann da aus der Klinik offensichtlich so einen guten Einfluss auf dich hat. Ja, das heißt, du bist erreichbar.
Das muss nur der richtige Mensch sein. Du bist erreichbar. Absolut. Das heißt, Vorteil dieses Mannes ist, dass er eben nicht Experte war und nie da stand und die Weisheit mit Löffeln gefressen hat. So, jetzt appelliere ich an dich, alle Kräfte, die du hast, in Bewegung zu setzen, zu aktivieren, nach solchen Möglichkeiten Ausschau zu halten, damit du nicht bald im Sarg liegst. Und das wirst du nämlich. Ja. Und ich finde es so traurig und so schade. Das du Leben, sagst, ich werde wieder in der Klinik landen, ja? Das Leben kann, das weißt auch du, kann so schön sein. Es gibt so schöne Momente im Leben. Die gehen alle an dir vorbei. Und deine Zeit verrinnt. Und aber ich kann momentan auch nicht anders. Ich meine, ich kollabiere ja mindestens einmal pro Tag hier irgendwo. Ich kann nicht groß weggehen und Leute kennenlernen oder so. Nein, du musst natürlich erstmal Boden unter die Füße bekommen, das ist klar. Und vielleicht auch auf einem anderen therapeutischen Weg an dich rangehen. Das weiß ich gar nicht genau, wie du das therapeutisch machen kannst. Das Einzige, was ich dir sagen kann, auch mit meiner persönlichen Geschichte als Essgestörter, möchte ich wirklich intensiv an dich appellieren, etwas zu tun. Ich weiß, wie schwer es ist. Ich weiß, dass wie bist du da rausgekommen? Durch eiserne Disziplin, mit vielen, vielen Rückschlägen. Also ich weiß, wovon du sprichst. Aber es war irgendwann die Entscheidung gefallen, will ich dir sagen. Man muss irgendwann die Entscheidung fällen, will ich leben oder will ich sterben? Mhm. Nur darum geht es. Ja. Und wenn ich die Entscheidung gefällt habe, ich will leben, dann kann man es schaffen. Und dann schafft man das auch. Mhm. Ja, ich glaube halt nicht mehr dran. Ja, das ist schrecklich. Das will ich gar nicht hören. Ich glaube dir das nicht, dass du nicht wirklich dran glaubst. Sonst hättest du nicht Spaß, mit diesem Mann im Café Baiser zu essen, da zu sitzen. Ja, stimmt schon. Das ist es. Das ist, finde ich, für mich ein ganz, ganz zentrales Ding, was du mir da erzählt hast. Vera, ich möchte trotzdem, dass du mit meiner Psychologin noch mal ein paar Worte sprichst. Ja, gut. Ja? Danke. Du bist zwar schon sehr, sehr trainiert in Sachen Psychologie, aber ich möchte es trotzdem noch mal. Ja, danke. Meine persönliche Sache habe ich dir jetzt so gesagt. Mehr könnte ich dir auch gar nicht sagen. Ja. Du musst es wollen, du musst es entscheiden. Mhm. Vielen Dank. Alles Gute von Herzen. Eine Frage noch. Gerne. Könnte ich von dir ein Autogramm haben? Natürlich, dann gibst du meiner Psychologin deine Anschrift und dann schicke ich dir das sehr gerne. Danke. Gerne. Vera, tschüss. Und viel Spaß noch bei der Sendung. Dankeschön, tschüss. Danke. So ihr Lieben, ich möchte an dieser Stelle mal kurz was sagen, damit ich das am Ende der Sendung nicht vergesse. Wir verabschieden heute eine ganz langjährige Mitarbeiterin, nämlich meine Psychologin Elke Büchter. Elke war von Anfang an, von 1995 hier bei uns, immer wieder im Hintergrund tätig und hat uns hervorragend betreut und war eine ganz vertrauensvolle Mitarbeiterin, die jetzt leider einen anderen Lebensweg geht und sich von uns hier trennen muss nach so vielen Jahren. Uns tut es sehr leid. Wir möchten uns sehr bei ihr bedanken für die tolle Zusammenarbeit und wünschen ihr natürlich von Herzen alles Gute. Dann kann ich demnächst nicht mehr sagen, meine Psychologin Elke ist jetzt da. Das ist dann leider Vergangenheit. Also liebe Elke von dem Team und von mir, alles Gute und vielen Dank für die tollen Jahre zusammen. So, hier ist Markus. Markus ist 32. Hallo Markus. Hallo Domian. So Markus, bei dir geht's um was? Ja, um die rechte Sehne. Ich bin noch nicht aktiv drin und... Um die rechte Szene? Genau. Ja, wo bist du denn da? Ja, bei den Hammerskins. Ich weiß nicht, ob sie das was sagt. Nee, so im Moment nicht. Na, das ist eine ziemliche Organisation in Deutschland, also beziehungsweise weltweit. Und ich finde, das ist eine ziemlich gute Schlägertruppe unterwegs. Hm. Das hat mir auch schon ein paar Jahre Knast eingebracht. Ach so, du warst schon im Knast? Ja, 7 Jahre, 9 Monate. 7 Jahre? Ja. Wegen was genau? Körperliche Todesfolge. Das heißt, du hast jemanden so verletzt, dass der gestorben ist? Ja, wenig später im Krankenhaus dann, richtig. Ich werde nach Papa, ne, will ich mich ein bisschen davon lösen. Bitte? Jetzt werde ich nach Papa und jetzt will ich mich davon ein bisschen ablösen. Was war denn das für ein Mensch, den du so zugerichtet hast damals? Ja, ein Autonomer, ein Punker war das. Ein was? Ein Punk, also ein Autonomer. Autonomer, ein Punk. Jo. Den hast du angegriffen oder wie kam das? Also, wir haben damals ein Konzept veranstaltet. Ja, und nach dem Konzert sind wir dann zum Punkerschuppen und haben dann niedergemacht. Wie denkst denn du heute darüber? Ja, also, ja, auf eine Art und Weise bereue, ne? Und auf der andere Art und Weise nicht. Wieso nicht? Ja, das prägt halt mein Leben, ne? Das ist ein Fach aus meiner Vergangenheit. Ja, aber du sagst, ich bereue es,
du bist verantwortlich dafür, dass ein Mensch tot ist, dass er sein Leben nicht mehr hat. Das sagst du richtig. Auf der einen Seite bereue ich das und auf der anderen Seite bereue ich es nicht. Warum bereust du das nicht? Ja, weil das halt mein Leben geprägt hat. Ne? Das hat mich auch reifer gemacht. Das hat dich was reifer gemacht? Ja, der Knastaufenthalt halt. Ne? Ohne Knast wäre ich vielleicht noch extrem unterwegs gewesen. Das heißt, du letztendlich bist du froh, dass du im Knast warst, aber das heißt ja nicht, es ist gut, dass du den Mann umgebracht hast. Das, so wollen wir es nicht zusammen sehen. Nee, dass ich den Mann umgebracht habe, das tut mir natürlich leid, ne? Okay. Also das bereue ich, ne? Du bist jetzt immer noch in dieser Szene drin? Ich bin noch drin, ja. Was macht ihr denn so und wie oft trefft ihr euch? Früher, also bevor meine Haftzeit, haben wir uns eigentlich jeden Tag zum Saufen getroffen, um loszuziehen, aber heute bin ich älter, heute bin ich 32. Mhm. Und heute treffen wir uns vielleicht nur einmal im Monat. Was heißt losziehen? Wo zieht ihr denn hin? Ja, erstmal in die Kneipe. Also vor allem gehen wir dann los in die Kneipe. Ja. Und dann eine Sauftour zum Fußball dann und dann geht's los zum Grübeln. In welcher Stadt? Welcher Gegend? Also ich komme ja aus Nordrhein-Westfalen, aus Höchster. Ja. Aber wir fahren immer hoch nach Rostock, also sind Hansa-Fans. Mhm. Rechte Szene heißt, ihr seid Nazis auch? Wir sind Neonazis, ja. Also ja, Neonazis. Okay. Mhm. Ja. 7 Jahre im Knast wegen... Das heißt mit Todesfolge, ja? Genau. Mhm. Ja, aber ich... Wie lange bist du... Ich verstehe schon. Wie lange bist du... Ich will nur mal ein paar Sachen noch abfragen. Wie lange bist du jetzt raus aus dem Knast wieder? Also ich bin 2002 eingefahren. Dann wurde ich 2006 entlassen auf Bewährung. Und dann wurde ich wieder im November 2007 in Haft eingefahren. Und dann bin ich wieder am 23. Januar 2011 entlassen worden. Also noch niemals im Jahr bin ich jetzt draußen. Achso, noch gar nicht so lange. Was machst denn du? Machst du beruflich irgendwas? Na, hast du eine Arbeit? Selbstständig. Also selbstständig. Ich habe auch einen Neonazi-Laden. Das ist ein Neonazi-Laden? Ja, ich habe einen Neonazi-Laden. Was heißt das genau? Ja, ich verkaufe CDs, Farben, also Szenenklamotten halt, ne? Produziere halt für eigene Bands jetzt, also CDs und so, ne? Ist das ein illegaler Laden? Nee, das ist richtig legal. Man muss sich anmelden und alles. Darf man so Sachen so verkaufen und produzieren? Ja, das Problem ist, also man kriegt hier einmal im Monat kriegt man eine Indexliste. Und da stehen Sachen drauf, die verboten wurden oder die indiziert wurden. Hm. Die dürfen wir nicht mehr rausschicken bzw. an den Mann bringen. So, jetzt hast du gesagt, du möchtest da raus. Genau. Du hast ein Kind, sagst du? Nee, sie ist schwanger. Sie ist schwanger? Sie ist schwanger, ja. Was sagt denn deine Freundin zu dem, was du machst und was du gemacht hast? Ja, also wir waren ja schon damals zusammen gewesen, also vor meiner Haftzeit. Sie kennen das, sie kennen die ganze Geschichte. Ach so lange kennt ihr euch schon? Ja, sie ist auch selbst in der Szene drin. Ach, sie ist selbst drin. Will sie denn auch raus? Ja, was heißt raus? Also sie sagt, ihre Einstellung, die wird wohl bleiben, ne? Aber jetzt, wo das jetzt so noch zu treffen werden oder so, hat sie keinen Bock mehr drauf. Mhm. Ja? Was findest du denn gut an der Neonazi-Szene? Ja, was heißt gut? Ich glaube halt nicht an die verlogene Politik oder ich denke halt nicht daran, dass alle Soldaten Mörder waren. Ne? Ich denke halt, dass das die besten Soldaten der Welt waren. Ne? Aber du gibst mir doch recht, dass ein ganz großes Unglück durch die Nazis über Deutschland gekommen ist. Ja, muss man so sehen. Was Stalin gemacht hat, war ja auch nicht gerade fair gewesen. Ne? Das macht das andere ja nicht besser. Genau. Natürlich wurde auch ein Verbrechen dabei. Also von Hitler, das halte ich auch nichts. Ne? Ja, aber du bist Neonazi. Du hältst nichts von Hitler, aber bist Neonazi. Nee, ich halte nichts von Hitler, aber ich halte, dass die deutschen Soldaten Ehre verdient haben. Ich mag nicht die Überfremdung in meinem Land, ne? Mhm. Das ist ein bisschen zu kompliziert zu erklären. Also Hitler war für mich ein guter Redner, aber es war ein Idiot gewesen. Ja, ich würde mal sagen, er war ein Verbrecher, der Millionen Menschen ins Unglück gestürzt hat und Millionen Menschen letztendlich umgebracht hat. Stalin auch, da gebe ich dir recht, natürlich. Genau, das waren beide Seiten Verbrecher. Ja, aber das ist doch schon, wenn wir uns da schon mal einig sind, das ist doch schon mal eine große Grundlage. Ja, ich habe auch schon mit Aussteigerprogrammen. Ja, da muss man. Nee, ich habe schon Kontakte zu Aussteigerprogrammen begonnen, also aufgenommen und so. Ne? Ja, Markus, wenn wir uns da einig sind, dass das zwei ganz große Verbrecher der Weltgeschichte waren, die ein unendliches Leid ausgelöst haben, dann darf man doch nicht dieser Ideologie nachhängen, auch nicht ansatzweise. Ja, das hat ja nichts, ich halte nichts vom Reich oder so. Für mich ist ja die Sache, dass ich nichts von der Politik hier halte, dass ich halt ziemlich viel von der NPD halte oder wie soll ich das erklären, dass ich halt von der Überfremdung in meinem Land halte. Ne? Gibt ja auch viele, gut, von der Politik halten viele Leute nichts und die sind dann auch noch keine Neonazis, da gibt es ja auch andere Gruppierungen. Aber viele gehen auch zu den Linken oder zu der FDP, ist auch scheißegal. Und ich bin halt zu der NPD damals gegangen. Ne? Mhm.
Ich finde, das war eine scheiß Entscheidung. Da hast du schon sehr viel bezahlt für. Du hast einmal eine große Gewissensbelastung auf dich genommen. Du hast einen Menschen, bist verantwortlich für den Tod eines Menschen. Ja. Das wird dein ganzes Leben, wirst du dein ganzes Leben mit dir herumtragen. Du hast im Knast gesessen. Deshalb ja, umso. Da hat ja auch wieder Uta herum Angst. Also Uta ist meine Freundin. Mhm. Die hat ja auch Angst, dass ich also doch wieder irgendwie reinrutsche und also mit den Leuten wieder Kontakt aufsuche und doch wieder extrem reinrutsche und wieder. Ja, also ich muss sagen, ich nehme das jetzt schon sehr ernst. Wenn du so eine krasse Vergangenheit hinter dir hast. Genau. Und jetzt hier anrufst und sagst, ich will da raus. Das respektiere ich sehr. Und ich habe auch noch einen Bewährungshelfer. Mhm. Und der hilft mir auch schon so einigermaßen, so irgendwie auszusteigen. Er hat mir jetzt geholfen, hier umzuziehen. Also wir sind jetzt von oben hier runtergezogen, ne, um ein bisschen Ruhe zu finden. Hast du denn Angst vor den Kameraden, dass die dich irgendwie bedrohen, wenn du da rausgehst? Ja, nicht von allen. Also wir sind ja auch bei Facebook, ne? Und da sind halt schon einige Drohungen gekommen, ne? Also vor kurzem waren wir bei meiner Freundin zu Hause, bei ihren Eltern. Mhm. Da standen auch drei Autos von der Band Kraftschlag, standen da vor voller Tür und wollten uns halt den Kopf eindrehen. Mhm. Weil die schon wissen, dass ihr nicht mehr da mitmachen wollt. Genau. Ja. So, das heißt natürlich, also deine Freundin zieht aber mit an dem Strang, um das nochmal klar zu machen. Die hat mich doch voll und ganz immer unterstützt und der hat auch gesagt, als sie aus der Haft rauskam, dass sie die Scheiße durchmachen, wie sie bis jetzt durchgemacht hat. So, und ich finde, dass ihr gute Vorbilder sein müsst für euer Kind, was da demnächst auf die Welt kommt. Genau, das denken wir auch. Das ist genau, und bisher wart ihr das nicht, aber genau. Viele Menschen machen große Fehler, ihr habt das gemacht. Dennoch gibt es immer eine Chance, auch sich zu verändern. Ja, eben. Und diese Chance sollte man euch auch geben, finde ich. Und ich finde es, wie gesagt, nochmal gut, dass du das willst. Du sagst, du hast schon Kontakt mit Aussteigerprogrammen gehabt. Ja, ich hatte damals mit Exit Kontakt geschrieben, aber die gibt es ja nur, weil die nämlich finanziert werden. Hm. Ne? Jetzt will man Bewerbungsverhör mal schauen. Ich habe ja auch schon mit Verfassungsschutz und so gesprochen und deswegen. Ne? Ja, wir werden jetzt im Hintergrund auch nochmal gucken, dass wir dir noch ein paar interessante Kontakte geben, die wir die gar nicht hier in der Öffentlichkeit nennen wollen. Ja, das ist ja ganz gut, ja. Du musst natürlich. Genau. Dir ist natürlich klar, dass du auch dann deinen Laden und alles aufgeben musst. Ja, ich habe darüber auch schon mit Verfassungsschutz gesprochen und so. Ne? Also die werden mir da auch schon ein bisschen zur Seite stehen. Ne? Die sind informiert. Die sind informiert. Ich habe mir gerade so vorgestellt, wenn ihr beide so drauf wart früher, wie sieht denn eure Wohnung aus? Die sieht, also heute sieht die ganz neutral aus. Früher war die extrem gewesen. Was waren da früher drin? Also, wie soll ich erklären, also über dem Bett war zum Beispiel eine Hangkreuzfahne, ne? Hm. Im Wohnzimmer hängt eine Fahne von schwarz-weiß-rote Fahne mit der Überschrift, sie waren die besten Soldaten der Welt. Hm. Flur hängt eine schwarz-weiß-rote Fahne, in der Küche eine Reichsflagge, hm. Ja, und so weiter halt. Aber das ist schon alles weg jetzt. Ist schon alles weg, ja. Ja. Markus, also nochmal, ich finde gut, was du vorhast und was ihr vorhabt. Ich wünsche euch wirklich viel Glück dabei. Und ich glaube auch, dass du jetzt auf dem richtigen Weg bist und dass du das auch schaffen wirst. Ja, denke ich auch. Vielleicht kannst du vieles oder einiges wieder gut machen, was du angerichtet hast. Das Leben. Ja, habe ich ja schon teilweise. Ich habe ja schon Schmerzensgeld bezahlt und habe ja auch schon ein Täterausgleichsprogramm gemacht. Mhm. Mit der Familie und so getroffen. So einigermaßen geht es jetzt wieder. Ja, dennoch bleibt natürlich die Traurigkeit, dass ein Mensch tot ist. Ja, natürlich. Das ist natürlich alles gut, glaube ich. So, Markus, jetzt ruft sich meine Psychologin mal, die Magdalena, an, wegen unserer Tipps noch, die wir für dich haben. Das wäre super, ja. So, viel Glück für dich und deine Freundin und alles Gute dann für die Schwangerschaft und die Geburt dann. Ja, super, später. Danke. Und danke fürs Zuhören, ja? Sehr gerne, Markus. Alles Gute. So. Tschüss. Tschö. Wir haben 1.48 Uhr und hier ist Mai. Stimmt das? Nee, Mai. Mai. Einfach Mai. Mai 17. Ja. Genau. Ist das eine Abkürzung oder ein richtiger Name? Nee, das ist mein richtiger Name. Mai? Ja, Mai Lin. Also ich habe noch einen zweiten verstehe. Namen. Aber, ja. Mai, weswegen hast du angerufen? Ja, also ich habe seit eineinhalb Jahren einen Freund. Mhm. Und bei uns ist das so, von der Tradition her, dass wir also in meinem Alltag also eigentlich keinen Freund haben. Wer ist denn uns, bei uns? Was ist das? Also wir sind aus Vietnam. Aha. Mhm. Und traditionell ist das halt Sex vor der Ehe verboten und mein Vater ist Moslem. Mhm. Also ist das nochmal so ein größerer, dass wir das halt nicht dürfen. Und ich habe jetzt halt einen Freund und der ist deutsch und das wäre für meine Eltern sowieso
Tabu, weil er sollte, wenn dann Vietnamese sein. Mhm. Und ich bin jetzt total überfordert, weil ich weiß nicht, wie ich so weitermachen soll, weil wir uns bis jetzt immer heimlich getroffen haben. Glaube ich. Großes Problem für dich. Ja, genau. Große Zwickmühle, in der du steckst. Du bist doch wahrscheinlich in Deutschland geboren, oder? Ja. Ja. Mhm. Und ihr trefft euch seit anderthalb Jahren heimlich. Ja, heimlich. Und wittern die Eltern schon irgendwas, dass du einen Freund hast? Also, wenn dann immer Vermutungen, weil ich, wenn spät nach Hause komme, oder also wenn die halt merken, dass ich halt lüge. Dass ich sag halt, ich habe zum Beispiel an meinem Stundenplan immer 4 Stunden dazu gemacht, dass es dann halt so aussieht, dass ich halt länger Schule habe. Ja. Wo triffst du dich denn dann immer mit deinem Freund? Ja, wir treffen uns dann halt immer ein bisschen weiter weg, in Düsseldorf. Mhm. Also irgendwo draußen oder bei ihm zu Hause? Ja, und bei ihm natürlich, also draußen und bei ihm, ja. Wie alt ist er? Er ist 19. Wohnt er noch bei seinen Eltern? Ja. Und die haben da nichts gegen? Nein. Nein, die sind ja ganz locker. Ja, genau. Bist du das einzige Kind deiner Eltern? Nee, ich habe noch 4 Geschwister. Sind die älter als du? Nee, alle jünger. Alle jünger. Das ist eigentlich auch ein Vorteil. Ja, ja. Einerseits, andererseits, naja, hat alle seine Vor- und Nachteile. Ja. Wie ist denn deine Mutter so drauf? Ist die auch so streng und konservativ wie der Vater? Ja, eigentlich auch. Also, aber ich glaube, bei ihr ist das größte Problem, was die anderen Leute sagen würden. Also unsere Verwandten in Vietnam zum Beispiel, was sie halt so, also die haben halt echt, also ich glaube, die größte Angst ist einfach, dass ich meine Jungfräulichkeit verlieren würde. Ja, lass uns mal darüber sprechen. Hattet ihr schon Sex miteinander? Nee, wir wollen. Voll. Aber bis jetzt hatten wir nur Petting. Mhm. Also. Aber immerhin schon ein bisschen sexuelle Erfahrung schon gehabt, gesammelt ja. jetzt. Das vermutlich durftest du auch nicht, ne? Von Seiten deines Vaters. Um Gottes Willen, nein. Gar nichts. Nein. Oh mein, das ist ein Großproblem. Das haben ja so viele jüngere Leute, die aus, deren Wurzeln aus einem anderen Land kommen, aber die hier aufgewachsen sind und hier ganz normal wie junge Deutsche auch leben. Da kann ich mir gut vorstellen. Es ist ja halt meistens eigentlich nur die Tradition und was Verwandte sagen würden. Ja, klar. Ich verstehe einfach nicht, wie man, also manchmal verstehe ich Eltern auch eigentlich gar nicht. Ich dachte immer, die wollen, dass die Kinder glücklich sind. Ja, das machen die doch. Genau, das ist der Punkt. Eigentlich sollte man hoffen und meinen, Eltern wollen das Beste. Und das Beste ist, dass die Kinder glücklich sind und wenn das dein Glück wäre. Aber nein, die Eltern wollen, dass die Kinder so leben, wie die Eltern sich das vorstellen. Genau. Das ist natürlich dann eine Machtausübung auch auf dich. Das macht mich halt langsam echt fertig, weil ich darf hier noch nicht mal bei Freunden schlafen, dass ich dann wenigstens sagen würde, ich schlafe bei ihm. Also, dass ich dann heimlich bei ihm schlafen würde. Das ist, ich glaube, meine Eltern ist halt Schule das Wichtigste und nichts darf ich dazwischen. Das ist dann echt. Ich glaube, so junge Leute wie du, die so betroffen sind, gibt es ja viele, auch aus türkischen oder arabischen Familien habe ich hier schon viele, viele Anrufer gehabt. Ich glaube, euch allen bleibt nichts anderes übrig, als diesen bitteren Weg des Kampfes zu gehen, nicht den eigenen Weg zu gehen. Du kannst dich ja nicht den Normen deiner Eltern unterordnen. Da wirst du ja unglücklich. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Ich habe echt überlegt, ich einfach irgendwann zu sagen, Mama, das ist jetzt mein Freund und ich finde ihn jetzt auch. Aber ich habe einfach Angst, mein größtes Angst ist halt einfach, meine Eltern zu verletzen. Was würden die denn im schlimmsten Falle tun? Ich weiß nicht, die wären, glaube ich, schon sehr enttäuscht von mir. Also, hättest du Angst, dass dein Vater dich schlägt? Nein, das glaube ich nicht. Würde der dich verstoßen vielleicht? Ja, das denke ich schon eher. Also, Ich will dir mal sagen, die Angst, sie zu verletzen, ich finde, diese Angst musst du nicht haben. Deine Eltern verletzen umgekehrt dich auch mit ihrer Forderung und mit ihrer konservativen Einstellung. Das ist eine permanente Verletzung deiner Persönlichkeit. Das, finde ich, muss man Eltern zumuten, auch wenn denen das dann wehtut. Ich sag's mal ganz salopp, da müssen die durch. Okay. In der Hoffnung, dass sie irgendwann dann so wachgerüttelt sind, dass sie kapieren, das war der richtige Weg und unserem Mädel geht's gut und es war das Richtige, was die Tochter gemacht hat. Ja. Alles andere ist Lüge und das alles andere ist, dass du dich unterordnest und ein verlogenes Leben führst. Ja, aber das würde ich ehrlich gesagt, könnte ich mir auch niemals vorstellen. Du bist, ich werde auch irgendwann dazu stehen. Ja, du bist jetzt ja schon bald, wann wirst du 18?
Im November. In diesem Jahr? Ja. Ja, das heißt, du bist eine junge, erwachsene Frau. Das heißt, dann kann er dir ja gar nicht mehr reinreden. Dann geht es nur noch um die moralische Kompetenz des Vaters. Ja. Ich verstehe das Dilemma und ich sage das auch nicht leichtfertig, aber ich sage, du musst deinen Weg gehen. Und wenn das auch hart ist und schmerzlich und wenn es Schrei- und Heulkrämpfe zu Hause gibt, das wird sich schon wieder beruhigen. Das ist dein Leben. Dein Leben und deine Psyche. Mhm. Ja. Und ich finde auch, dass du Sex haben solltest, wenn du das für richtig hältst, hast du Sex mit deinem Freund. Mein Gott, über was reden wir? Ja, ich habe halt auch Angst wegen der Verhütung. Jetzt stellen Sie sich mal vor, ich würde schwanger werden, um Gottes Willen. Ja, gut, da musst du natürlich aufpassen. Das, ja, ja, das ist ja auch nicht in deinem Sinn, dass du schwanger wirst. Nein, um Gottes Willen. Nee. Liebe Mai, also geh deinen Weg. Und wenn es auch hart ist, aber geh. Geh ihn. Okay. Geh ihn. Mhm. Das ist dein Leben, dein Glück. Alles, ja. Alles Gute und viel Kraft. Okay, danke schön. Tschüss. Tschüss. Ciao. Und hier ist der Daniel. Hallo Daniel. Daniel, höre ich jetzt nicht. Ja, unser Alex, wir haben den Lautsprecher an, also entschuldige bitte die Tonqualität. Ja, ja, ich habe es am Anfang nicht verstanden. Bist du Daniel oder Alex? Ich bin Daniel. Daniel. Und, ich bin Alex. Und wer ist Alex? Das bin ich. Ach, das sind zwei Leute, oder wie? Ja, richtig. Ja. Ah, ich verstehe. Das habe ich nicht kapiert. Wie alt seid ihr beiden? Also Daniel ist noch 33 und Alex ist noch 36. Ja. Weswegen habt ihr beiden angerufen? Ja, wir wollten auf unser Projekt, auf unsere Weltreise aufmerksam machen. Wir sind gerade auf einer Tour in 80 Stunden um die Welt. Und zwar verlassen wir Deutschland dabei nicht. In 80 Stunden um die Welt und ihr verlasst Deutschland dabei nicht? Wie geht denn sowas? Kurz umrissen, wir fahren mit dem Auto durch ganz Deutschland und suchen oder haben vor, mindestens 30 Menschen mit verschiedenen Nationalitäten zu besuchen und wollen ein bisschen mehr über ihren Integrationsprozess erfahren. Wir wollten einfach mal zeigen, dass Integration doch gelingen kann und ein bisschen dieser negativen Berichterstattung in den Boulevardjournalismus mal ein bisschen entgegenwirken. Ich verstehe. Aber wozu müsst ihr da so weit fahren? Wenn ihr hier in Köln oder in Berlin seid, findet ihr ganz schnell ganz viele Nationalitäten. Ja, die indische Dame, die wir jetzt eben gerade besucht haben, hier in Ludwigsburg, ja? Die sagte auch, das Ganze könnt ihr doch hier in einem Straßenzug auch machen. Ja, genau. Aber ihr wollt es in ganz Deutschland machen, das ist ein Projekt. Ja, genau. Also wir wollten schon ein bisschen mehr unterwegs sein, als jetzt nur in einer Stadt oder nur in einem Bundesland beispielsweise. Aus welchem ganz exotischen Land habt ihr denn schon jemanden getroffen, den man eben nicht so überall trifft? Ja, Madagaskar. Das war tatsächlich unsere erste Interviewpartnerin in Bielefeld. Ja. Eine junge Dame aus Madagaskar. Genau, richtig. Und was macht die hier in Deutschland? Gott, was macht die noch? Die ist verheiratet, hat eine Tochter und holt hier, ja, sie hatte schon Abitur in Madagaskar gemacht und macht das jetzt hier nach und hat nächste Woche, da drücken wir ganz fest die Daumen, ein Vorstellungsgespräch als Krankenschwester. Ah, sehr gut. Ist das von irgendjemandem ein gefördertes Projekt, was ihr da macht, oder ist das eure private Idee? Es war unsere private Idee. Wir haben uns dafür einige Sponsoren gesucht, damit wir jetzt nicht alles aus eigener Tasche sozusagen bezahlen müssen. Mhm. Und es wird immer deutlicher während des Projektes, dass der Verein, den wir damit so ein bisschen unterstützen wollen und auf den wir aufmerksam machen wollen, wir starten gleich aus Osnabrück, der Schulkindern Schulausrüstung zur Verfügung stellt, anonym, damit sie nicht mit einer Plastiktüte in die Schule gehen müssen. Mhm. Aber das ist jetzt nicht ein Verein, der sich besonders dafür einsetzt, also für die Integration von verschiedenen ausländischen Gruppen in Deutschland, das nicht? Nein, es geht wirklich nur darum, Schulkindern aus finanziell schwachen Familien eine ordentliche Schulausrüstung, Tornister, Federmappe, alles, was man so braucht, zur Verfügung zu stellen. Und dafür interviewt ihr dann ganz viele Menschen in Deutschland aus verschiedenen Nationen?
Ja, auch. Also wir haben gesagt, wenn wir dieses Projekt starten, man muss dazu sagen, wir haben beide einen Reisehintergrund. Also ich habe vor anderthalb Jahren, zwei Jahren, habe in 80 Tagen die Welt bereist und jede Nacht auf einer anderen Couch übernachtet. Na, das ist ja interessant, das klingt ja schon super. Ja. Bin auch weltweit. Hört mal, ihr beiden, ich muss euch unterbrechen, die Sendung ist gleich rum. Egal, was ihr auch macht, ich wünsche euch viel Erfolg, viel Glück und alles Gute und dass es erfolgreich wird. Auf Wiederhören. Tschüss. In der Technik, Julia Jocham. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und wir hören und sehen uns wieder in der Nacht vom Montag auf Dienstag. Bis dahin. Tschüss.